Hallo liebe Freunde, ich komme mit einem sehr unerwarteten Video um die Ecke. Boah, ich sehe aus wie so eine zerzauste Katze, die so von so einem Straßenkampf zurückkommt. Aber egal. Heute wieder so auf Selbstgesprächbasis, weil ich keine Freunde habe. Eigentlich war das so ein gutes Thema für so einen Podcast mit jemandem, aber ist halt niemand, mit dem ich reden kann. Aber ist kein Problem. Ihr wisst ja, ich mag es, mir selbst Gesellschaft zu leisten. Und heute möchte ich mal etwas vom Stapel lassen, was mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt und worüber ich schon seit mindestens einem halben Jahr was zu sagen möchte. Weil ich auch oft dazu gefragt wurde, wie sich meine Sicht auf Deutschland nach 1,5 Jahren, die ich nicht mehr in Deutschland lebe, verändert hat. Und zwar, um es kurz zu fassen, also ich kann hier schon mal die Antwort sagen, Deutschland ist nicht ein Land, für das es sich lohnt zu sterben. Und Deutschland ist kein Land, in dem ich alt werden will. So. Das klingt jetzt erstmal vielleicht schockierend, aber lass es mich mal erklären und ausholen. Und zwar, wie gesagt, bin ich schon seit 1,5 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen. Und in meiner Anfangszeit in Australien war ich noch vom Gefühl her sehr deutsch. Also ich habe mich immer als Deutscher genannt, als Deutscher gefühlt und so. Ich bin hier fremd in Australien und so weiter. Ich bin nur ein Deutscher, so auf der Durchreise sozusagen. Und habe immer gesagt, ja, Deutschland ist mein Heimatland, ich würde für Deutschland sterben. So diese Art, ne? Weil ich war gratis aus Deutschland raus. Je mehr Zeit aber verstrich, desto mehr Distanz habe ich zu Deutschland auch gewonnen. Nicht örtlich, ich bin ja wirklich an der anderen Seite der Welt. Aber innerlich habe ich einen distanzierten Blick auf das Leben in Deutschland bekommen. Einfach dadurch, dass man das Leben in zwei unterschiedlichen Nationen, in Deutschland und in Australien, vergleichen kann. Und durch diese Distanz und viele Gespräche, übrigens, ich habe so ein paar Notizen auf dem Handy gemacht. Aber so ein paar Stichpunkte habe ich so eben in 5 Minuten so schnell zusammengekleistert. Also durch viele Gespräche und Vergleiche, Gespräche mit allen Leuten, die in Deutschland leben, die aus Deutschland ausgewandert sind, mit meinen Freunden aus China, mit den Leuten hier in Australien, hat sich meine Meinung zu Deutschland sehr stark verändert. Also beispielsweise mein ältester Bruder, der lebt gerade in der Schweiz, den ich auch in 5 Wochen besuchen werde. Also ich fliege wieder nach Europa, aber dazu kann ich vielleicht ein bisschen später was sagen. Ich komme aber nicht nach Deutschland. Ich besuche nur meine Oma in Moldawien und meinen Bruder in der Schweiz. Also die Flüge sind schon gebucht. Ist alles safe, ich freue mich darauf. Aber ich habe halt diese Distanz gewonnen und ich finde das wichtig zu erwähnen, weil die Sachen, die ich in diesem Video sagen werde, die wird jemand, der sein ganzes Leben in Deutschland gelebt hat, nicht nachvollziehen können. Und wird mich wahrscheinlich sogar dafür haten. Aber ich kann diese Leute auch nicht verurteilen, weil die leben in ihrer eigenen Bubble. Wer das ganze Leben lang in Deutschland aufgewachsen ist, der weiß nicht, wie das Leben in anderen Ländern ist. Die denken, Deutschland ist alles. Aber ich kann euch sagen, Deutschland ist extrem rückständig in vielen, vielen Hinsichten. Und ist lange, lange kein gutes Land mehr, wie es immer international gesagt wird, dass es ein gutes Land ist. Nein, das ist es nicht. So, erstmal lasst mich eine Sache sagen, die mich an Deutschland schon sehr lange gestört hat, aber dadurch, dass ich jetzt in Australien bin, viel mehr. Das ist nämlich zum einen die deutsche Mentalität. Das ist dieses pessimistische, sich immer beschweren und nicht so freundlich drauf sein. Hier in Australien ist es ganz normal, dass man sich begrüßt, dass man miteinander Smalltalk hat. Also wenn ich die Nachbarn sehe, dann, yo, hey, how's it going? What's going on? What are you doing today? Einfach so normal miteinander reden, auch wenn in der Stadt irgendwas passiert, da redet man mal so normal miteinander. Also ich habe oft den Eindruck, dass wenn ich Leuten begegne, irgendwie, keine Ahnung, beim Shoppen oder irgendwas, dass man miteinander reden kann, als sei man keine Fremde. Man kann sich direkt einfach ansprechen und einfach so kein Problem, yeah, no worries, bla bla bla. Während das in Deutschland immer so ist, ja, das ist ein Fremder, da ist so eine Distanz. So. Also das ist schon mal eine Sache, die in Australien viel besser ist. Und auch in China, was ich von meinen Freunden immer höre und von den Videos, die ich über China schaue, dann sind die Leute viel mehr aufeinander zukommend und viel mehr, wie man im Englischen sagt, outgoing. Also erstmal das, aber gut, das ist vielleicht noch kein negativer Punkt. Deutsche sind einfach vielleicht ein bisschen mehr in sich gekehrt. Okay, aber was ich nicht leiden kann über die deutsche Mentalität ist dieses pessimistische und negative. Ich erinnere mich mal, ein Video gesehen zu haben. Da hat so ein Mädel gesagt, die war also aus dem Flughafen und einfach nur so die Feststellung geäußert. So, keine Ahnung, im Handy wahrscheinlich aufgenommen. Hey, kennt ihr das, wenn ihr im Urlaub wart, ihr kommt wieder nach Deutschland, am Flughafen merkt ihr direkt so eine negative Energie. Alle sind so pessimistisch drauf und so. Einfach eine normale Feststellung und Beobachtung, okay, wozu auch ich relaten kann. So. Die Kommentarsektion. Boah,
hat genau das bestätigt, was die im Video sagt. Die Kommentare sind: Dann verpiss dich aus Deutschland. Zumindest hast du in Deutschland eine Krankenversicherung. Du kannst in Deutschland aus dem Wasserhahn trinken. So diese typischen Kommentare von diesen Leuten, denen ich am liebsten ins Gesicht treten würde. So diese Art. Und das ist ein interessantes Thema, weil oft wird in Deutschland suggeriert, man solle dankbar sein. Man solle der Regierung dankbar sein, dass man eine Krankenkasse hat. Für diese Krankenkasse zahlt man doch auch jeden Monat. Und für Sozialversicherungen oder Arbeitslosengeld. Da zahlt man doch jeden Monat rein im Falle dessen, dass man selbst mal arbeitslos wird. Also nicht wir müssen Deutschland dankbar sein. Deutschland muss uns dankbar sein. Also jeder Mensch, der in Deutschland Steuern zahlt und arbeitet, der trägt dazu bei, dass Deutschland funktioniert. Und man wird immer so dumm angemacht, wenn man sich mal beschwert über irgendwas in Deutschland, dann sagt man, sei mal dankbar, dass es das in Deutschland gibt, das gibt es in anderen Ländern nicht. So, allein schon diese Mentalität zeigt, das sind Leute, die niemals woanders gelebt haben. Und das meine ich genau mit dieser pessimistischen Energie, dass man immer direkt übereinander herziehen muss. Und jetzt sehe ich hier auch in meinen Stichpunkten, Deutsche haben nicht den Blick fürs Wahre. Also das meine ich erstmal, das Zwischenmenschliche, dass Deutsche da irgendwie nicht den Blick für das Wahre haben, einfach friedlich miteinander umzugehen und naja, egal. Nächster Punkt, Blick fürs Wahre, was ich damit auch meine, ist politisch. Also das Video wird ein sehr politischer Talk sein, aber es ist ja letztens dieses Sylt-Video aufgetaucht, worüber jeder redet. Und ich weiß, vor ungefähr 1,5 Wochen habe ich das Video so kurz auf Instagram gesehen. Dachte ich so, Alter, was ist das denn? Ich wusste noch gar nichts darüber. Ich habe das Video einfach so gesehen, wusste nicht, dass da so ein Skandal draus wurde. Ich schicke das Video so meinem Bruder und schreibe so, Deutschland ist am Ende. Und das war's. Und kurz drüber gelacht, haha. Paar Tage später sehe ich, das Video war aktuell. Ich dachte, das wäre ein älteres Video. Das Video ist aktuell und jeder spricht darüber seit über einer Woche. Das ist Thema Nummer 1. Sogar Olaf Scholz hat ein Statement dazu gemacht. Ich denke so, Alter, was ist das denn? Alle Podcasts, die ich höre, jeder spricht darüber. Jeder muss das ausbeuten, ausschlachten, die Klicks nutzen und so weiter. Alles schön und gut. Aber was das mir wieder gezeigt hat, verharmlose keinesfalls, was in diesem Video gesagt wurde. Deswegen sage ich, ich habe meinem Bruder das Video geschickt und sage, Deutschland ist am Ende. Ne, dass Leute so eine Mentalität haben, dass Ausländer raus sollen. Ne, ihr wisst ihr selbst, ich bin ja sehr multikulturell, sehr multilinguistisch unterwegs. Ich lebe mit einer Israeliten, einer Vietnamesen, jemandem aus Kolumbien und Australien zusammen in einem Haus. So, also da braucht mir niemand was zu sagen, dass ich irgendwie ausländerfeindlich wäre oder so. Ganz im Gegenteil möchte ich eigentlich vielleicht sogar später noch was sagen zum deutschen Humor. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, aber ich konnte in meinem gesamten Leben mit den Ausländern in Deutschland, also Leute, die mit einer zweiten Kultur aufgewachsen sind, Türken und Araber, mit denen konnte ich immer besser connecten als mit Deutschen. So, mit Almans. Als mit Almans. So, aber das mal zurück dazu. Ich habe meinem Bruder das Video geschickt und gesagt, guck mal, Deutschland ist am Ende, einfach Absturz. Aber was mich dann wieder gewundert hat, ist, warum wird das so aufgeblasen, während es tausend andere Probleme in Deutschland gibt, über die gesprochen werden muss? So, beispielsweise Rentensystem. Dass Rentner nicht mehr zurechtkommen und verzweifeln. Dass sie Pfandflaschen sammeln müssen. Warum wird nicht darüber geredet? Warum wird nicht über die schleppende Digitalisierung der Schulen geredet? Warum wird nicht über den Palästina-Gaza-Konflikt geredet, dass dort Unterstützung gebraucht wird? Warum redet man über so ein Drecksthema im Vergleich zu diesem Rententhema und so, was wirklich wichtig ist? Warum wird so einem kleinen Thema so viel Aufmerksamkeit gegeben? Das ist wieder, was ich meine mit Deutsche haben nicht den Blick fürs Wahre. Und das ist nicht meine Feststellung. Ich habe das schon mal gehört, dass Deutschland immer einen Sonderweg gegangen ist. Auch mit der gesamten Corona-Politik, mit allem, was Deutschland macht, gehen die immer irgendeinen Sonderweg. Und ach, das ist das, was auch mich nervt. Wenn ich schon Corona erwähnt habe, dann möchte ich auch sagen, die Corona-Zeit war einfach so eine komische Zeit, die gezeigt hat, dass Deutschland so gespalten ist. Und zwar ist es in den Köpfen der Leute. Das ist diese Mentalität, dieses mit dem Finger auf andere zeigen, die sind schuld mit dieser ganzen Impfpflicht-Kampagne und so weiter, wo es angeblich keine Impfpflicht gab, aber eigentlich gab es dir, dass 2G, 3G eingeführt wurde und dann die 10%, die sich haben nicht impfen lassen, als Sündenbock dargestellt wurden und gesagt haben, wegen euch sterben alte Leute und so. Oh, ich frage mich, warum ist die deutsche Regierung nach dieser komischen, turbulenten Zeit nicht auf die Knie gegangen vor dem Volk, um sich zu entschuldigen?
So, für diese ganze komische, verwirrte Zeit. Einfach für alle Fehler, die sie gemacht haben. Und da waren viele Fehler. Ich meine, so Politiker wie Karl Lauterbach, die alle 2 Monate ihre Meinung geändert haben. Warum haben die sich nicht vor der deutschen Nation einmal entschuldigt? Ich verstehe das nicht. Es wurde einfach so, ach, das ist vergangen. Ne, wir gucken jetzt nach vorne. Obwohl da so viel schiefgelaufen ist und vor allem, was mich am meisten genervt hat, ich war bei Corona wirklich sehr neutral. Ich war neutral wie die Schweiz, ich habe einfach alles mitgemacht und ich habe mich über nichts beschwert. Ne? Ich war sogar froh, dass wir Lockdown hatten. So, ich habe das voll genossen im Homeschooling. Ich habe ganz normal die Corona-Tests mitgemacht, hatte selbst Corona, Maskenpflicht, bla bla, ja gut, was man alles machen muss. Habe mich sogar auch impfen lassen, weil ich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Rotz hatte, immer einen Schnelltest vor dem Unterrichtsbeginn zu machen und so. Aber was mich so erschüttert hat, ist, wie gespalten die Deutschen waren, dass die immer so sich gegenseitig verurteilt haben. Und das Schlimme war, ich bin ja aus einem christlichen Kontext, dass sogar christliche Gemeinden sich gebieft haben und gesagt, ja, bei uns in der Gemeinde dürfen nur Leute, die geimpft sind und so weiter. Das, gut, man kann darüber diskutieren und so, aber sobald so ein blöder Coronavirus die christliche Gemeinschaft spaltet, das darf es doch wohl nicht geben. Also, come on. Ich weiß noch, wir hatten so manche Leute in der Schule, die haben sich fast aufgefressen, weil jemand anderes die Maske nicht richtig getragen hat. So, du sollst die Maske richtig tragen, wegen dir sterben alte Leute. Und so. Ich denke so, Alter, komm doch mal runter, mach dich mal locker. Ne? Und das ist halt so dieses Deutsche. Das ist, was in den Köpfen der Deutschen ist, dass es einfach keine Einheit gibt. Es gibt keine Einheit. Und das Problem ist, das ist ein mentales Problem, was mit Attitüde zu tun hat. Und das ist wieder zum ersten Punkt, was ich gesagt habe, dass ich die deutsche Mentalität nicht leiden kann. Ein weiteres ist, dass die deutsche Regierung einfach nur in Müll investiert. Die geben alle möglichen Gelder aus, um irgendwelche Fahrradwege in irgendeinem armen Land zu bauen. Aber wie gesagt, sich den wahren Problemen hinzuwenden, scheint irgendwie alles andere als logisch zu sein für mich. Ein weiteres ist, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit. Und das sind Facts, okay? Vom Gefühl her, sobald man irgendwas Kantiges sagt, und die westliche Welt, die wird ja sowieso immer weicher und verweichlicht, dass man niemanden mehr verurteilen darf, dass man niemanden mehr auf seine Fehler hinweisen darf, dass man nicht seine eckige und kantige Meinung zu einem bestimmten Thema äußern darf, dann wird man sofort gecancelt. Also in dieser Hinsicht entwickelt sich der Westen ja sowieso runter. Aber sobald man irgendwas Anstößiges sagt, wird sofort die Nazi-Karte gezogen. Und das ist auch so eine Sache, die mich so total nervt an Deutschland. Sobald man irgendwas Kritisches sagt, was politisch nicht korrekt ist, wird man direkt als rechts abgestempelt. Oder als Aluhutträger, oder als Querdenker, oder als Hetzer, also Hassprediger oder was auch immer. Und das zeigt mir einfach, in Deutschland kannst du nicht deine Meinung ohne jeglichen Konsequenzen sagen. Von daher ist Deutschland für mich auch keine Demokratie. Also man muss sagen, von allen Systemen, die bisher in der Geschichte ausprobiert wurden, von Sozialismus und Demokratie und was auch immer, ist Demokratie wirklich ziemlich gut. Und da muss man einfach sagen, es gibt keine Unterdrückung wie im Zarenreich oder sowas. Zarenreich. Aber Demokratie ist, wenn jeder wählt. Und in Deutschland gibt es keine Wahlpflicht. Hier in Australien gibt es eine Wahlpflicht. Das heißt, wenn man nicht wählen geht, bekommt man eine dicke Geldstrafe. Ist ja ähnlich wie in der Schweiz. Jeder muss wählen. Das ist ja die Entscheidung des Volkes. Aber weil Deutschland so eine Müllpolitik hat, vor allem in letzter Zeit, und die Parteien einfach nur zusammengewürfelte Karten sind, mit denen man nicht spielen kann, weiß man nicht, was man wählen soll. Also, das ist wirklich die Wahl zwischen dem geringsten Übel. So, man möchte die Partei nicht wählen, die ist kacke, die ist rechts, die Partei ist links. Die anderen Parteien, die haben zwar einen schönen Namen, aber die halten sich nicht an das, was sie sagen, die erfüllen keine Versprechen, die haben den Bezug zur Realität verloren, die wissen nicht, was die Bürger wirklich interessiert. Und die beantworten keine einzige Frage. So, man weiß gar nicht, was man wählen soll. Deswegen, viele Leute wählen einfach gar nicht. Aber die rechtsextremen Leute und linksextremen, die gehen fleißig wählen. Und dann entwickelt sich Deutschland in so eine komische Richtung, wo Leute dann aufschreien und sagen, oh, die AfD hat so viel Stimmen dazu gewonnen. Ja, kein Wunder, weil niemand wählen geht. Aber was so verständlich ist, weil es keine gute Partei zum Wählen gibt. Politiker ist halt so ein Stichpunkt. Es gibt halt einfach keine guten Politiker. Wirklich, die weltweit gibt es vielleicht nur eine Handvoll gute, aufrichtige Politiker, die das Beste für das Land wollen. Aber die Politiker in Deutschland sind alt. Und das reicht schon als Argument. Die sind einfach so alt, die haben keine Ahnung mehr, wie die nächste Generation in Deutschland aufwächst. Die wissen nicht mehr die Spritpreise, wie Olaf Scholz mit seinen
Und die haben den Bezug zur Realität verloren. Also was wirklich abgeht. Diese Leute, die müssten mal einfach mal als Auszubildender in der Gesellschaft arbeiten. Also einfach so Unterschicht, Untermittelschicht. So einfach was die meisten Leute tatsächlich machen. Was die meisten Heranwachsenden durchmachen. Ausbildung oder Studium, wo die am Struggeln sind, wo man jeden Cent umdrehen muss. Die müssen das Ganze mal selbst durchgemacht haben, damit die wissen, was die realen Probleme in Deutschland sind. So. Aber die meisten Politiker in Deutschland, die beantworten keine einzige Frage. Also Politiker sind ja sowieso dafür bekannt, dass wenn sie Fragen gestellt bekommen, die beantworten es einfach nicht. Die reden einfach nur um den heißen Brei. Ich vermisse so solche Politiker wie Konrad Adenauer, weil Konrad Adenauer war ein stabiler Typ, weil er ein Christ war. Er war derjenige, der Deutschland wieder aufgebaut hat nach dem Zweiten Weltkrieg, der Deutschland durch das Wirtschaftswunder begleitet hat. Und ich führe das zu einem großen Teil darauf zurück, dass er ein Christ war. Der hatte ein persönliches Gebetsleben, das kann man in seiner Autobiografie lesen. Der hat sich sogar mit Billy Graham getroffen, der bekannt war als Americans Pastor, von dem ich sehr viele Predigten gehört habe. Also ein Evangelisationsprediger, ein Erweckungsprediger. Und Konrad Adenauer hat sich mit dem getroffen, hat über die Bibel gesprochen und so weiter. Das heißt, er hatte ein persönliches geistliches Leben. Es lag ihm am Herzen, etwas für Deutschland zu tun, etwas für die Menschheit zu tun und nicht einfach nur für einen Lohn zu arbeiten. Das heißt, die Zeit von den 50ern wäre vielleicht eine Zeit, wo es wert wäre, sich richtig ins Zeug zu legen für Deutschland, weil Deutschland gerade am Aufstehen war, die haben wieder international gutes Ansehen genossen und einfach wieder einen guten Ruf aufgebaut. Heutzutage ist Deutschland einfach broke. Deswegen, was auch immer mit Deutschland passiert, ist mir egal, weil Deutschland ist meiner Meinung nach irgendwie wie so ein hinkender Typ mit so einer Krücke, so ein Bein so in der Luft, ein Bein so auf dem Boden, so mit Krücken. Und die deutsche Politik gerade ist so jemand mit einer Shotgun, die so auf das letzte Bein noch schießt. So, also Deutschland ist verloren, so in meinen Augen. Irgendwie so kennt ihr das, wenn man irgendwas macht, ein Spiel spielt oder irgendwie so, ich weiß nicht, was man als Vergleich nimmt. Aber es macht eigentlich keinen Sinn mehr weiterzumachen, man macht einfach aus Prinzip weiter. So, weil man nicht mehr aufgeben will oder einfach aus Trotz oder so. So fühlt sich für mich die deutsche Politik an. Man braucht eigentlich in Deutschland so einen Neustart, also wirklich, oh Mann, irgendeine gute Partei oder irgendeinen guten Politiker. Aber die führen das einfach weiter, obwohl der Karren schon längst im Dreck ist. Aber die ziehen den Karren einfach weiter durch den Dreck. Oh, ein weiterer Punkt, der mir sehr auf den Sack geht, ist die Bürokratie in Deutschland. Und zwar hat man das Gefühl, dass alles so umständlich gemacht wird. Ich habe da so viele Beispiele zu, nur eines oder zwei. Ich wollte vielleicht vor 3 Monaten oder so meinen deutschen Wohnsitz abmelden, weil ich online Geld verdiene und Deutschland verdient von mir keinen einzigen Cent. Weil die haben es nicht verdient, meine Steuern einzutreiben. Und einfach dieser Prozess, den Wohnsitz abzumelden, war so kompliziert, dass ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. So, wenn man anrufen muss, man muss Briefe abschicken und sowas, wo ich mir denke, Alter, wo leben wir denn im Mittelalter, dass man so einen Brief schicken muss mit so einem Siegel, mit Brieftaube und so. Mach doch einfach alles online. Hier in Australien habe ich so viele Probleme mit einem Telefonanruf geregelt. Oder wenn ich mit einem Anruf, Handy-App. So, warum gibt es nicht eine App in Deutschland? Man hat doch die E-Mails von den Bürgern, wo man einfach auf einen Überblick alles machen kann. Autoregistrierung verlängern, oder Autobesitzer wechseln oder seine Steuernzeugs und alles, was mit Wohnsitz zu tun hat, einfach alles online machen. Warum ist das immer noch so veraltet? Also wenn ich mir andere Länder anschaue, nicht nur Australien, sondern auch in Asien, die Länder sind Deutschland Meilen voraus in dieser Hinsicht. Also dass Deutschland bürokratisch so kompliziert gemacht wird, ich check das einfach nicht. Anderes Beispiel, also ich rede sehr, sehr viel mit meinem ältesten Bruder darüber, dem Viktor, den ich ja bald besuche. Und wir erzählen uns immer so ganz lustige Stories. Wir nennen das immer Allmann-Stories, also wo immer jemand wie so ein richtiger Allmann-Deutscher handelt. Also Deutsche sind ja leider dafür bekannt, dass die immer ihre Nase in das Business des Nachbarn stecken. Das ist so typisch deutsch, das ist ein Klischee, aber leider hört man das in so vielen Geschichten, dass man sagen kann, ja, das ist Stereotyp Deutsche. So, wenn ich meinen chinesischen Freunden auch von Deutschland erzähle, dann erzähle ich ihnen auch diese Storys. Ich sage, Deutsche sind so hobbylos, die gucken, ob der Nachbar richtig parkt oder nicht. So. Und ich habe jetzt auch schon so viele Geschichten gehört, wo diese Einbahn-Storys, die ich meine, wo man so Aggression, so Hasskicks bekommt.
wo man so denkt, warum hat man solche Nachbarn? Wir hatten auch in unserer Vergangenheit oft Probleme mit unseren Nachbarn. Und mein Bruder hat mir auch so eine witzige Story erzählt, dass er gerade am Autofahren war und dann hat er irgendwie, kann er das Rathaus angerufen oder so, oder wie das in Deutschland heißt, da musste er irgendwas Organisatorisches machen. Die Frau am Telefon, die fragt, fahren Sie gerade? Mein Bruder so, ja, so was tut das zur Sache? Ist Ihr Handy auch in der Freisprechanlage? Mein Bruder so, ja, das Handy hängt dort, der fährt mit zwei Händen am Lenker. Die sagt, ah oh, nee, das ist mir zu unsicher, rufen Sie mich an, wenn Ihr Auto steht. Ich denke so, Alter, was sind das für Leute? Okay, ne? Dann geht er einmal zum Rathaus, will irgendwie ein Passwort für sein Kind verlängern. Dann wird er direkt dumm angemacht, wo ist aber die ID, also Personalausweis und so. Mein Bruder meinte, der hat keinen Personalausweis, braucht man noch nicht international. Und dann wird er direkt so dumm angemacht und so. Also so diese Geschichten, wo ich mir so denke, warum sind Deutsche so? Ich muss auch eine Sache dazu sagen, ich habe ja anfangs gemeint, ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe auch sehr viele Podcasts gehört und einfach die Meinung von anderen Leuten angehört. Wobei mir bewusst geworden ist, sehr viele Leute waren dann gerade aus Deutschland raus und haben keinen Bock mehr auf Deutschland. Also eine Sache, ich bin ja, wie ihr wisst, sehr Rap-affin. Also ich höre hauptsächlich nur deutschen Rap. Und ich bin dort immer up to date, was da so abgeht. Das ist wie so ein Hobby von mir. Und ich höre auch rap-bezogene Podcasts, zum Beispiel der Animus-Podcast. Und der Animus ist halt ein begnadeter Rapper, der aber nach Dubai ausgewandert ist. Und er hat oft darüber geredet, dass er unter anderem nicht mehr in Deutschland leben will, wegen den Steuern. So, Steuern ist natürlich ein großes Problem, ne? Und er hat auch davon erzählt, dass er seinen Eltern mal Geld schenken wollte, dass er durch ein Album verdient hat. So, nichts Schlechtes, er hat es endlich geschafft, er will seinen Eltern das Haus abbezahlen. So, er will ihnen einen hohen Betrag schenken, keine Ahnung, vielleicht im sechsstelligen Bereich. Er muss da Steuern draufsetzen. Schenksteuern. Man will seinen Eltern Geld schenken und man muss das versteuern. Ich frage mich, welcher Hund diese Steuern erfunden hat. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so als Kind gesagt hat, ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und den Typ der Schule erfunden hat, verprügelt? So fühle ich mich mit diesen Steuergesetzen. Boah, das ist echt unglaublich. Und dann ein weiterer Podcast, den ich immer höre, ist die deutschen Podcasts. Die deutschen. Irgendwie witzig, weil ich hier gerade die ganze Zeit über Deutschland vom Leder ziehe. Aber ich muss euch wirklich sagen, Leute, die deutschen Podcasts von Nisa und Scheiern, der hat mein Leben verändert. Das ist kein Witz. Ich höre den Podcast vielleicht schon seit 3, 4, 5 Monaten und zwar täglich. Das ist kein Witz. Ich höre den Podcast jeden Tag bei der Arbeit. Weil die Jungs haben genau meinen Humor. Also die machen Satire aus alles. Die machen sich ständig übereinander lustig. Ich muss aber sagen, die haben sehr viel frauenfeindlichen Humor. Aber das ist Humor, das ist Satire, das checken die meisten ja nicht. Wenn man sich über genau diese Klischees immer lustig macht. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich den Podcast höre, ich lache so, so viel in meinem Leben. Und ich bin einfach so viel positiver geworden. Und das meine ich, normale deutsche Allmanns haben diese Mentalität nicht, wie Nisa und Scheiern. Dass die immer lustig drauf sind, immer cool drauf sind. Auch wenn die viele Schwierigkeiten und harte Zeiten im Leben hatten, die sind durchweg positiv. Und das meinte ich auch damit, ich konnte mit Ausländern immer besser connecten. Und die sind ja auch nicht hundertprozentig deutsch, auch wenn sich das jetzt irgendwie so rassenideologisch anhört. Aber ich meine, wenn man mit zwei Muttersprachen aufgewachsen ist, dann ist man schon nicht nur hundertprozentig deutsch. Und wenn die Eltern aus einem anderen Land sind und die Eltern von Nizar sind aus Tunesien und von Cheyenne aus dem Iran, glaube ich. Genau, und ich höre diesen Podcast sehr viel und die haben auch oft darüber gesprochen, über das Problem in Deutschland mit Steuern und so weiter. Oder wie kompliziert ist es, ein Café zu öffnen, weil es dort für so vieles so dumme Regeln und Sondergenehmigungen gibt. Und die haben auch eine Folge, boah, ich habe mich da totgelacht. Die habe ich vor ein paar Wochen erst gehört, die heißt Teuflische Nachbarn. Da haben die einfach darüber geredet, was die für komische Erfahrungen mit ihren Nachbarn hatten. Also meistens so ältere Leute, die keinen Frieden mit sich selbst haben und immer den Nachbar stalken müssen. Und die ganze Zeit die Polizei anrufen, weil der Nachbar zu laut ist, obwohl der gar nicht laut ist. Und so diese Geschichten, ne? Aber ich muss wirklich sagen, die deutschen Podcast-Leute, ey, ungelogen, aber seitdem ich das höre, hat sich mein Humor auch extrem verändert. Ich bin wirklich in allen Hinsichten viel lustiger drauf geworden. Ich bin eigentlich selbst in meinem Leben sehr pessimistisch gewesen und auch so voll ernst, so voll eingerostet. Aber seitdem ich den Podcast höre, bin ich
so viel cooler und lockerer drauf und lache so viel mehr und will immer andere Leute zum Lachen bringen. So, in Australien ist es sowieso eine Sache, dass man sich gegenseitig ärgert. Man nennt das hier Teasing, dass man sich einfach übereinander lustig macht. Selbst wenn man Leute zum ersten Mal trifft, macht man sich übereinander lustig und verarscht sich einfach. Ich weiß, vor 2 Tagen erst gehe ich zu Domino's, kaufe mir so Bacon and Chips oder wie Cheesy Bacon and Chips. Ich bezahle so und dann warte ich so, ein anderer Kollege bringt mir das Paket mit diesen Cheesy Bacon Chips. Und sagt er so, okay, that's $12. Sag ich so, I just paid already. The other guy. Sagt er so, no, you did not. Und das sah so richtig ernst. Ich so, yes, just ask him. Ach, just kidding. So, weißt du? Er macht sich einfach lustig über mich. So, nee, du hast nicht gezahlt. Du zahlst jetzt noch bar, aber der hat mich nur reingelegt. So. Und da bin ich wieder drauf reingefallen mit meiner deutschen Mentalität, weil ich immer so, doch, ich habe bezahlt. So diese, ne? Aber das ist in Australien voll normal, dass man sich übereinander lustig macht, dass man sich die ganze Zeit beleidigt oder so, dass man sagt, Bro, how do you look like with your haircut? You look like a half-sucked mango. So, das ist irgendwie voll normal, also vor allem auf der Baustelle zwischen den Jungs. Pff, also was wir uns dort für gegenseitige Sachen sagen, da würden wir ins Gefängnis gesperrt werden. Aber gepaart mit dieser australischen Mentalität, dass man sich immer lustig und cool begegnet, mit diesem Humor vom Die Deutsche Podcast, bin ich so übelst zu dem Profi geworden darin, Leute zu roasten. Ich musste mich sogar schon manchmal entschuldigen bei Leuten, weil ich was gesagt habe, was dann irgendwie falsch verstanden wurde. Also, das sehe ich aber als durchweg positive Entwicklung, weil ich einfach lockerer, lustiger und cooler geworden bin. Und das macht einfach mehr Spaß. Das Leben ist halt nicht immer durchweg ernst und traurig und melancholisch, sondern einfach mal locker. Also einfach mal ein bisschen easygoing sein. Ich höre mich jetzt an wie so ein Hippie, der keine Ahnung, einfach einen Ausflug in, wie heißt das, Byron Bay gemacht hat, wo Leute Gras rauchen. Ich habe in meinem Leben noch nie Gras geraucht und trotzdem habe ich diese coolen, easygoing Einstellungen. Ich habe letztens ein Meme gesehen, das habe ich auch meinen chinesischen Freunden geschickt. Das ist so eine Deutschlandfahne. Da steht so, schwarz steht für Work, rot steht für Work, gold steht für Work, blau steht für Humor. Also blau ist natürlich nicht in der deutschen Fahne enthalten, sprich, Deutschland hat keinen Humor. Ne? Da muss ich aber Deutschland erstmal einen Punkt geben, denn Deutschland ist keine Arbeitskultur. Also come on, okay? Viele arbeiten ja immer noch nur 40 Stunden in Deutschland. Das ist ja easy going. Ne? Man tut ja immer so, als wären Deutsche voll die harten Arbeiter. Leute, das ist es Deutschland schon lange nicht mehr. Hier in Australien, das ist eine Arbeitskultur, wo Leute 12 Stunden lang arbeiten und 14 Tage am Stück. Zum Beispiel in den Minen und wo viele Leute einen zweiten Job haben und wo fast jeden Tag Überstunden gemacht werden. Also Australien hat auch viele negative Punkte, ne? So, don't get me wrong. Ich will ja auch nicht nach Australien auswandern. Ich finde, Deutschland ist kein Land, in dem ich alt werden will, aber Australien ist auch kein Land, in dem ich ein Bürger werden will. Australien ist eine Arbeitskultur. China ist eine Arbeitskultur, wo es das 996 Working Schedule gibt. Wo Leute von 9 bis 9 arbeiten, also 12 Stunden am Tag und 6 Tage die Woche. Leute. Das ist Arbeitskultur, aber nicht Deutschland, okay? Also Deutschland ist da noch ziemlich easy going und haben über 30 Tage Urlaub im Jahr. In China gibt es bei vielen Firmen fürs erste Jahr keinen einzigen Urlaubstag. Also pff, Deutschland hat da noch wirklich eine sehr gute Work-Life-Balance. Also das muss ich Deutschland lassen. Deutschland ist ziemlich easy going, was Arbeit angeht, im Vergleich zu anderen Ländern. Wobei ich auch schon finde, dass 40 Stunden die Woche viel zu viel sind für den Menschen einfach nur. Aber anderes Thema, Deutschland hat wirklich keinen Humor. Und das ist ja das, weswegen ich mit Ausländern immer besser klarkam. Und ja, das zum Thema, dass sich mein Humor ein bisschen verändert hat. Ich weiß natürlich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe hier ein letztes Beispiel notiert, Wohnsitz. Ja, deutsche Bürokratie wird auf jeden Fall sehr umständlich gemacht. Das bedeutet, Deutschland ist sehr rückständig in vielen Hinsichten. Ich war zwar noch nie in China, aber ich bin mit meinem Kopf sozusagen schon in China. Ich rede jeden Tag mit meinen chinesischen Freunden und schaue ständig Videos über China. Und China ist 1000 Mal fortgeschrittener als Deutschland. Und zwar in so vielen Hinsichten, meistens, also größtenteils digital. Wie man einfach zahlt, wie man einfach alles auf einen Blick mit einer App hat und so weiter. Und das hört sich jetzt so an nach diesem, ich würde so das. Kein Überwachungsstaat China über Deutschland stellen oder so. Das ist auch so eine Sache, die mich richtig aufregt.
wie Deutschland immer über andere Länder ablästert. Also in den Medien. Die Medien sind ja auch gesteuert. Es wird zielgeleitet, was man zu sehen bekommt. Und man zieht immer über östliche Länder ab, also im Mittleren Osten wie im Iran, Irak, Afghanistan, sowie über Fernosten, China und so weiter. Und das ist etwas, was mir richtig auf den Sack geht. Dass man immer über diese Länder ablästert und die so als zurückentwickelt darstellt. Junge, die Leute in Afghanistan, Pakistan, wo ich hier auch war letztes Jahr in Pakistan, die haben einen geringen Lebensstandard. Ja, die haben viele Probleme, ja. Aber die Leute sind tausendmal lebensfroher und gastfreundlicher als Deutsche. Also dort soll man nicht so die Fresse weit aufmachen und sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Und nur weil die Kulturen anders sind, heißt es nicht, dass die schlecht sind. Okay, die sind genauso Menschen wie wir. Und auch in Afghanistan, darüber hat man ja immer abgezogen, man wollte das immer so ein bisschen westlich machen, indem man so Frauensport eingeführt hat und so, anstatt einfach die andere Kultur zu akzeptieren. Ne? Die andere Kultur muss nicht so werden wie Deutschland. Lass die doch einfach machen. Ne? Und begegne denen auf einem Level, wo du als Mensch connecten kannst. Und China das gleiche. Über China wird immer nur abgezogen, dass sie ein Überwachungsstaat sind, dass sie das Sozialkreditsystem haben. Ich weiß auch, in der Schule haben wir sogar Vorträge darüber angehört. Also erstmal das Social Credit System, das ist nicht überall in China. Okay, wenn dann nur in ein paar großen Städten. Zudem ist es nicht nur schlecht. Soweit ich mich erinnere, konnte ich mich an kein einziges positives Teil vom Sozialkreditsystem erinnern oder vom Überwachungsstaat China. Junge, weil China überall Kameras hat, ist es so sicher. Und China ist 1000-mal sicherer als Deutschland. Deutschland ist dafür bekannt, dass es Messerangriffe gibt, dass es sexuelle Übergriffe auf den Straßen gibt, dass es Vergewaltigungen gibt, Schlägereien, Abstechereien, Morde auf den Straßen. Okay, Deutschland ist kein sicheres Land. Bangkok ist sogar statistisch gesehen sicherer als Deutschland, als manche deutsche Städte. Und in China, von allem bisher habe ich gehört, du kannst, no worries, nachts auf der Straße rumgehen, dir wird nichts passieren. So. Weil dort eben überall Kameras sind. Du kannst dort einfach nicht mit so einer Straftat davonkommen und eben außerdem werden mit Straftaten viel krasser geahndet. So. Für ein paar Kilo Gras bekommt man dann ein paar Jahre. Hier meine ich natürlich Gramm, nicht Kilogramm. So, und da wagt sich keiner, irgendwie mal so einen Finger zu rühren. Von daher, einfach nur über China abzulästern, ja, die haben überall Kameras und die überwachen. Junge, halt doch einfach mal dein Maul und sprich einfach mal zu Chinesen und frag mal, ob die was davon bemerken. Weil alle meine chinesischen Freunde, die bemerken davon nichts, dass die überwacht werden, dass die gesteuert werden, die werden mundtot gemacht. So, die sind doch auch ganz normale Menschen und überlegt euch mal, China hat eine Bevölkerung von über 1 Milliarde Leute. Wer hat die Lust und die Energie, jeden Einzelnen zu überwachen? Ich möchte jetzt aber auch nicht nur so positiv über China reden. Ich habe auch sehr viele Punkte, die ich an China scharf kritisiere. Und das sage ich auch meinen chinesischen Freunden so. Aber ein anderes Thema. Vielleicht kann ich darüber auch mal ein Video machen. Oder vielleicht, wenn ich erstmal in China gewesen bin. Ich war da noch nie, aber ich bin da irgendwie so mental schon dort, weil ich ständig mit meinen Freunden aus verschiedenen Provinzen telefoniere. Und ja, wie gesagt, mir ständig Videos darüber reinziehe. Aber wie gesagt, auch zu China habe ich viele negative Sachen zu sagen. Zum Beispiel über das Bildungssystem, dass dort jeder studieren gehen muss, dass es so ein hoher Druck ist, dass die Eltern immer noch oft den Kindern was verbieten, wen sie heiraten sollen. Und dass China sich so separiert von der restlichen Welt, dass dort ein Internetbann ist. Die können sich nicht die Bibel-App im App Store herunterladen. Und ganz viele Sachen, die ich an China zu kritisieren habe. Aber trotzdem liebe ich China auch. So, genauso wie ich sagen kann, ich habe viele Sachen in Deutschland zu kritisieren, aber trotzdem liebe ich Deutschland in einer gewissen Hinsicht auch, weil das eben mein Heimatland ist. Ich bin dort aufgewachsen. Also ich kann nicht nur, ich kann mir zwar den Mund fusselig reden, wie sehr mich Deutschland aufregt, aber es bleibt ja immer irgendwie in meinem Herzen. Das ist quasi so eine Hassliebe. Ne? Kann man als solches verstehen, weil natürlich ist es eine emotionale Verbindung. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich vermisse wieder so ein deutsches Kebab zu essen. Ja, so, was habe ich jetzt noch hier? Also, über Westen lästern. Kleingehalten, Löhne. So, was ich damit meine ist, man hat das Gefühl, man wird in Deutschland immer klein gehalten. Und zwar, dass man auch lohnmäßig immer nur so viel verdient, dass man gerade davon leben kann. Man kann nicht was anderes riskieren oder starten, weil es wird Selbstständigen sehr schwer gemacht in Deutschland. Das habe ich schon oft gehört von Selbstständigen. Aber auch wenn man einfach mal was Normales starten will, wie ein Café öffnen, dass es so viele Probleme gibt, dass man einfach schon fast keinen Bock mehr hat. Wegen diesen ganzen bürokratischen Hürden, die ich schon erwähnt habe. Aber Löhne sind wirklich so eine Sache, die mich wirklich schockieren.
So. Erstmal Kleinigkeit, was hier in Australien tausendmal besser ist, man bekommt jede Woche Löhne. So, also ich bekomme meinen Lohn jeden Montag ausgezahlt von der Woche bevor. Das finde ich schon viel besser als jeden Monat. Jeden Monat ist irgendwie so eine lange Zeit. Aber das ist jetzt auch nur so eine Kleinigkeit. Was aber keine Kleinigkeit ist, wie wenig Geld man in Deutschland spart. Also ich meine, come on. Mein Bruder lebt ja in der Schweiz. Ich habe mit dem sehr viel darüber geredet. Ich habe mit ein paar Leuten aus Deutschland geredet. Ich habe mit meinen Freunden aus China geredet. Ich habe eine chinesische Freundin, die arbeitet in Immobilien. Das heißt, sie hat einen sehr guten Job. Die verdient auch nicht viel Geld. Aber ich habe einfach verglichen, wie viel verdiene ich hier, wie viel verdient man in Deutschland, wie viel würde sie in Deutschland verdienen und so weiter. Einfach so verglichen. Und ich muss sagen, ich bin schockiert, wie wenig Geld man in Deutschland verdient. So. Mein Bruder lebt gerade in der Schweiz, arbeitet als Kältetechniker und verdient, ich glaube, über das Doppelte. Über doppelt so viel, als was er in Deutschland mit seinem selben Job verdient hat. Und in der Schweiz gefällt es ihm 1000 Mal besser. Also er schwärmt von der Schweiz die ganze Zeit. So sehr, sagt jedem, der soll da rüberziehen. Also ich glaube, Schweiz könnte ich mir gut vorstellen, dort zu leben. Einfach auch wegen steuerlich. Der zahlt halt viel weniger Steuern. Aber gut. Nächsten Monat bin ich aber mit meinem Bruder in der Schweiz, da freue ich mich schon drauf. Also Viktor, wir gehen auf jeden Fall bergsteigen, schießen ein paar coole Fotos und gehen ins Gym. Und darüber werde ich auch auf jeden Fall Videos machen, aber wahrscheinlich auf meinem Linguaholic-Kanal. Leute, geht auf meinem Linguaholic-Kanal rüber. Die Videos dort sind alle auf Englisch, aber die sind hauptsächlich über das Thema Sprachen, aber auch über das Thema Reisen, also zieht es euch rein. So, und ja, ich habe einfach mal so verglichen. Ich habe zum Beispiel jemanden gefragt in Deutschland, ich will jetzt keinen Namen, keine Berufsbezeichnung oder so nennen. Ich kenne jemanden in Deutschland, ist Cousin von mir. Liebe Grüße gehen raus, falls er das Video sieht. Ich habe letztens mit dem darüber ausführlich geredet. Er hat einen sehr guten Job. Also wirklich sehr, sehr gut. Lange dafür hart gearbeitet und studiert. Ne? Und er spart am Ende des Monats nur ein paar hundert Euro. Ich war schockiert. Im Monat. Ich habe das mit meinen Löhnen verglichen. Ich spare in der Woche mehr als das Doppelte. In der Woche. Und ich will mich damit irgendwie so groß machen oder so. Ich dachte immer, ich habe so einen Hartz-IV-Beruf, weil ich auf einer Baustelle arbeite. Aber meine Position gerade ist wirklich sau, sau gut. Also ich kann es euch ganz klar sagen. Ich habe ja kein Problem, über Zahlen zu reden. Ich verdiene im Monat 6.000 Dollar. Also pro Woche 1.500 Dollar. Und pro Woche spare ich immer 800 Dollar. Das ist meine Ausgaben, sind ungefähr so 700 Dollar. Das ist aber auch schon viel, ne? Gut, meine Miete ist 250 in der Woche, Essen ist auch ungefähr 250 in der Woche und dann Spritkosten 100 Dollar, paar Kleinigkeiten. Also ich spare in der Woche 800 Dollar, was 3.200 Dollar im Monat sind. Sparen, ne? Und jetzt gucke ich mal den aktuellen Wechselkurs. Australian Dollars to Euros. Wie viel sind 3.200 Dollar? Das sind ungefähr 2.000 Euro. Das heißt, pro Monat kann ich 2.000 Euro auf mein Sparkonto ziehen. Und ich acker nicht Überstunden jeden Tag oder so. Ich arbeite ungefähr 40 bis 43 Stunden die Woche. Das heißt, ich habe sehr gute Work-Life-Balance. Nach der Arbeit kann ich immer Videos schneiden für meinen Linguaholic-Kanal und Chinesisch lernen. So, und ins Gym gehen. Heute Morgen war ich schwimmen. So. Ich kann mir ab und zu was gönnen. Heute Morgen war ich im Café. Morgen früh gehe ich wieder ins Café, bevor ich zum Gottesdienst fahre. So, ich esse eigentlich fast jeden Tag Takeout. So, weil ich nicht die ganze Zeit für Kochen habe. Aber das hat mich schockiert. Ich dachte, wie kann ich 2000 Euro im Monat sparen, wenn in Deutschland so manche Leute nicht mal so viel im Monat verdienen? Ich war wirklich geschockt. Ich war wirklich geschockt. Also, vielleicht ist es wegen seiner Lebenssituation, aber ich habe auch mit anderen geredet, die haben im Monat immer so wenig gespart, dass die sich keinen Kredit aufnehmen konnten. Also Haus kaufen ist auch wieder so ein großes Thema. Ich höre nur noch jeden über das Thema Haus kaufen sprechen. Ich habe auch mit meiner chinesischen Freundin, der Annika, vielleicht sieht ihr das Video sogar, die spricht fließend Deutsch. Hallo Annika, liebe Grüße. Die arbeitet ja in Immobilien und ich habe die auch mal gefragt über die Sicht der Dinge. Wie ist das mit Haus kaufen in China? Lohnt es sich überhaupt noch für ein Haus zu sparen? Und die hat mir auch gesagt, das macht keinen Sinn. Die Preise sind einfach so krank durch die Decke gegangen und zwar weltweit und die Löhne werden nicht höher. Man macht sich deswegen nur noch verrückt. Deswegen, ich bin da einfach cool wie ein Kühlschrank. Ich habe nicht vor, ein Haus zu kaufen oder in Kredit zu investieren. Ich spare auch nicht für einen Kredit. Ne, viele Leute in meinem Alter in Deutschland, die fangen schon an zu sparen für einen Kredit. Ist mir Latte. So, ich spare Geld um einfach um die Welt zu reisen. Ja, also, das war auch so eine Sache. Natürlich, das war jetzt nur ein Beispiel mit diesen paar hundert Euro im Monat. Aber selbst wenn man so 1000 Euro im Monat sparen kann, ist das viel? Mit einem guten Job. Ich meine, mein Job, das ist kein guter Job.
Ich bin ein Casual Employee, ich bin sowas wie ein Gelegenheitsarbeiter in Deutschland, der keinen Vertrag hat. Ich habe kein Urlaubsgeld oder keine Urlaubstage, die bezahlt werden oder so. Ich verdiene nur dann, wenn ich arbeite. Also Casual Employee ist das Geringste so in der Pyramide in Australien. Also ich bin so irgendwie so Unterschicht, aber ich lebe richtig, richtig gut davon, wofür ich natürlich unendlich dankbar bin. Allerdings, das in Deutschland bin ich echt überrascht, also dass man dort nicht so viel verdient, nicht so viel sparen kann. So, und jetzt, zuletzt, was habe ich noch gesagt? Eigentlich nur noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Ich möchte jetzt auch langsam zum Ende kommen, wie viele Minuten? Oh, 45 Minuten. Also, ich habe jetzt viel über Deutschland hergezogen. Aber ich stehe zu diesen Sachen und die sind für mich auch Grund genug, dass ich sage, ich will nicht in Deutschland alt werden. Mein Plan ist nach wie vor Medizin zu studieren, Leute. Also hört auf, mich zu fragen. Immer wenn ich sage, ja, ich will nach China und so weiter, bla bla, fragen Leute, dein Ziel über Medizin zu studieren, hast du jetzt über Bord geworfen? Nein, Leute, ich will immer noch Medizin studieren, das ist ja eine langfristige Perspektive. Also ich baue ja gerade dieses Sprachenlern-Business auf, diese Language Learning Community und Academy und sowas. Aber das ist nur sowas für die nächsten Jahre, ne, dass ich mich über Wasser halten kann. Aber langfristig will ich natürlich Medizin studieren. Ich will einfach Leuten helfen. Auch ein weiterer Grund ist, hat was mit Deutschland zu tun. Ich will nicht in Deutschland als Arzt arbeiten. Deswegen will ich hier Medizin auf Englisch studieren und habe dort schon vieles nachgeguckt, wie man in Deutschland Medizin auf Englisch studiert, damit ich direkt die Türen geöffnet habe, international zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, in der Schweiz zu arbeiten. Ich könnte mir gut vorstellen, in Australien als Arzt zu arbeiten, weil man hier ganz gut dickes Geld verdient. Aber Geld ist mir auch egal. Ich will nicht ein Großverdiener sein, der 100 Riesen im Jahr verdient und dann Haus kauft und bla bla bla. Ich habe ganz andere Vorstellungen fürs Leben. Einfach um die Welt zu reisen und in armen Ländern als Arzt zu arbeiten und nicht für einen Lohn zu arbeiten, sondern einfach aus reiner Nächstenliebe. Also das ist immer noch mein Ziel, ne? Allerdings, ich gehe nach Deutschland. Auf Deutschlands Nacken kann ich kostenlos Medizin studieren. Hier in Australien könnte ich niemals Medizin studieren. Das ist so schweineteuer für International Students. Deswegen, ich bin natürlich froh, dass ich in Deutschland als deutscher Staatsbürger nichts zahlen muss, um zu studieren. Und selbst wenn ich kein Geld habe, für meinen Lebensunterhalt, kann ich ein BAföG beantragen. Also das ist natürlich gut in Deutschland. Ne? Dort kann jeder studieren. Hier kann nicht jeder studieren. Also das sind natürlich gute Sachen. Auch eine gute Sache ist, dass deutscher Passport weltweit sehr vorteilhaft sind. Für viele Länder brauche ich nicht mal ein Visum. Ich kann einfach easygoing einreisen. Deutsche werden immer sehr gut angesehen, international. Aber ich bin auch ganz ungefiltert und ich sage meinen chinesischen Freunden, die Deutsch lernen, auch ganz offen, was die Probleme von Deutschland sind. Dass ich Deutschland nicht mag, dass ich in Deutschland nicht leben will. Und oft frage ich meine chinesischen Freunde auch, wieso hast du dich entschieden, Deutsch zu lernen? Das ist so eine nutzlose Sprache. Also nicht nutzlos, Deutschland ist eine coole, witzige Sprache. Aber willst du wirklich in Deutschland leben? Aber ich sage dir dann auch immer, guck mal, ich habe dir jetzt meine Sachen genannt, wieso ich Deutschland nicht mag. Aber ich sage dir nicht, hör auf, Deutsch zu lernen. So, ich würde dir immer noch empfehlen, geh nach Deutschland, weil das wird für dich eine andere Welt sein. Das wird für dich was ganz anderes sein als China, wo du aufgewachsen bist. Und es wird dir gefallen, weil das was ganz anderes ist, eine andere Kultur, ist so gewöhnungsbedürftig, aber es wird aufregend sein für dich. Deswegen, ich sage dir nicht, hör auf, Deutsch zu lernen, das macht keinen Sinn. Ich ermutige dir ja weiterhin und lerne mit denen sogar. Morgen habe ich mich wieder verabredet, mit einer meiner chinesischen Freunde Deutsch und Chinesisch zu üben. Also, ich habe viel Negatives gesagt, aber natürlich kann ich das Positive auch nicht unerwähnt lassen. Aber das war's eigentlich auch. Medizin war eigentlich so der letzte Punkt, den ich sagen wollte. Es sind sicherlich sehr viele Sachen, die ich im Nachhinein jetzt vergessen habe. Ich denke darüber sehr viel nach. Bin halt einfach schon seit 1,5 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen. Ja, das wird jetzt auch erstmal für ein paar Jahre so bleiben. Also, ich habe hier noch ein paar Reisepläne. Das heißt, mindestens 2, 3 Jahre bin ich noch unterwegs, komme aber auf jeden Fall nach Deutschland zurück, aber möchte langfristig irgendwie nicht in Deutschland bleiben. Das ist mein aktueller Erkenntnisstand. Ich möchte jetzt nicht hier diese arrogante Haltung haben, dass ich sage, jetzt weiß ich für mein restliches Leben so. So, man soll niemals nie sagen. Das ist einfach nur, wie gesagt, der aktuelle Erkenntnisstand. Es kann sich immer noch ändern, es kann sich ins Positive verwandeln. Es kann aber auch so bleiben. Es kann so bleiben, dass ich mich international wohler fühle, dass ich international eine Madame kennenlerne, was ich sogar bevorzugen würde. Ich kann deutsche Mädels nicht leiden. Und dann bin ich sowieso aus Deutschland raus. Ja, aber kann sein, wenn ich zurück nach Deutschland komme, wenn ich studiere, dass ich Deutschland neu lieben lerne, neu entdecke und dann bleibe ich vielleicht. Keine Ahnung.
Das soll jetzt, vielleicht ist Video jetzt auch so sau negativ, ich habe aber jetzt einfach so alles aufgezählt, was ich innerhalb der letzten Monate gedacht habe. Das wird jetzt so voll den negativen Vibe haben, aber Deutschland hat natürlich sehr viel Positives, ne? Darüber brauche ich nicht zu reden, aber das sind so die Sachen, die, über die ich auch nicht schweigen will. Genau, liebe Leute, das war's eigentlich vom Video. Und ja, jetzt wird wieder wahrscheinlich auf diesem Kanal ein bisschen Ruhe einkehren, weil ich habe keine Videos geplant für die nächste Zeit. Aber wie gesagt, auf meinem Lingua-Holy-Kanal bin ich sehr aktiv. So make sure to check out my second YouTube-Channel. And that's basically it for today. I wish you all a good day. See you next time.